Das ist eine Lithium-Ionen-Batterie. Sie ist derzeit die wichtigste Batterie und steckt wahrscheinlich auch in deinem Smartphone. Die verwendeten Materialien innerhalb der Batterie stehen jedoch teilweise in der Kritik. Und das aus folgenden Gründen. Ein unverzichtbarer Bestandteil der Batterie ist das Leichtmetall Lithium. Um das gesamte Lithium für einen Akku eines E-Autos zu gewinnen, werden etwa 5000 Liter lithiumhaltiges Salzwasser aus einem Salzsee an die Oberfläche gepumpt. Das ist zwar vergleichsweise gar nicht so viel, aber dadurch wird eben auch an einigen Orten das Grundwasser beeinträchtigt. Im Minuspol der Batterie befindet sich Graphit, ein schwarzer, weicher Kohlenstoff, aus dem auch Bleistiftminen bestehen. Beim Abbau von Graphit kommen teilweise giftige Substanzen zum Einsatz. Und schließlich enthält der Pluspol der Batterie derzeit in vielen Fällen auch Kobalt, ein Nebenprodukt der Nickelproduktion. Nickel und Kobalt werden im Kongo manchmal unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. BatterieforscherInnen haben eine klare Mission. Bereits seit einigen Jahren entwickeln sie nachhaltige, umweltfreundliche Batterien. Diese zukünftigen Batterien werden weniger oder sogar gar kein Lithium, Graphit oder Kobalt mehr enthalten. Stattdessen basieren sie zum Beispiel auf den Ladungstransport über Natrium, Magnesium, Calcium, Aluminium oder Chloridionen. Das Gute an diesen Zukunftsbatterien? Umweltbelastungen können reduziert werden. Die Rohstoffe könnten in Europa gewonnen werden. Die Abbaubedingungen werden dadurch kontrollierbarer. Und das Beste? Damit könnten sich sogar die Batteriekosten reduzieren. Zu schön, um wahr zu sein? Die natriumbasierte Batterie steht bereits nahe der Markteinführung. Natrium ist viel verbreiteter als Lithium und steckt als Meersalz gelöst, zum Beispiel in unseren Ozeanen. Es ist deshalb viel günstiger. Leider hat auch die Natriumbatterie einen Haken. Sie hat derzeit noch eine relativ niedrige Energiedichte. Die Markteinführung wird sich daher zunächst auf einige Anwendungen beschränken, wie zum Beispiel Elektrowerkzeuge und stationäre Energiespeicher. Magnesium hingegen ist ebenfalls überall auf der Erde vorhanden. Es ist ungiftig und besitzt eine deutlich höhere Energiedichte als Natrium. Und im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Batterie kommt es zu keinen Kurzschlüssen innerhalb der Zelle. Eine große Herausforderung stellt allerdings noch die zu kurze Lebensdauer und der noch zu schlechte Wirkungsgrad dar. Neueste Batterieforschung unter hiu-batteries.de, postlithiumstorage.org oder celeste.de.